Hallo, ihr süßen Puppis und herzlich willkommen zur Dschungelnachlese der 7. Folge von Ich bin das Haar nicht mehr raus. Herren, wir haben heute Gastkommentatoren, ja, die wie immer nichts sagen dürfen. Zu meiner Rechten ist der Fistne-Theologe Daniel und zu unserer Linken, liebe Herren, ist der Ferdinand, der ist heute extra aus Nürnberg angereist. Ja. Der ist Außendienstmitarbeiter bei Milka und fährt morgen um 10 wieder zurück nach Nürnberg. Der ist wirklich nur unseretwegen heute hierher gekommen, Herren. Was sagen wir dazu? Selbstschuld, sag ich. Selbstschuld, genau. Ja. Und jetzt gibt's erstmal einen Schnawodka. Aber halt. Hol den mal, Schatz. Hol den mal. Schnawodka. Schnawodka. Für dich ist hier, gibt's hier so ein, was, so einen braunen Schnawodka, Schatz. Ja, nein. So, ich nehme hier einmal hier. Na, schön. Ja. Du musst ein bisschen näher an mich ran, Schatz. Ne, weil guck sonst, mal, es gibt noch was heute. Heute gibt's noch Fistinghandschuhe. Fistinghandschuhe. So, wir trinken erstmal. Prost auf Daniel Hartwig. Warum auf den? Mir ist gerade kein anderer Name eingefallen von dem Mitteilen. Mit So, Herren, jetzt pass auf. Wir haben Fistinghandschuhe mit dabei. Wie viele haben wir denn? Die sind aber sehr, drei. Aber sehr groß, die Handschuhe. Ja, ja, das ist XL. XL. Gut, Daniel, du ziehst dir bitte einen Handschuh an. Und Ferdinand auch. Und die Herren auch. Und ziehst ich zieh mir keine Handschuhe Nein. an. Ich fiste nur uns selber anziehen. So, ich habe mir heute Notizen gemacht, das war heute wirklich mit Abstand die langweiligste Folge, die wir je gesehen haben. Und es wurde angekündigt, dass heute 2 Stunden Dschungel laufen. Und was war? Es war nur 1 Stunde, was mir eigentlich relativ gut gefallen hat. Das würde ich sagen, ich auch. Es war so langweilig. So, wir sprechen erstmal wie immer über Sonja Zietlows Oberteil. Oberteil, heute war das so ein Batik-Blümchen. War nicht von Primark. War nicht von Primark. Ich habe heute ein Interview auf rtl.de gesehen mit Sonja Zietlow. Die hat ja darüber gesprochen, dass sie ihren Style so ein bisschen geändert hat. Weil sie ja früher neben dieser dicken Moderations- Dirk Bach, ja, da musste sie ja immer auffallen, weil der so bunt und klein war. Und da hat sie halt immer so ganz schlimme Papageien-Oberteile getragen. Und da jetzt neben Daniel Hartwig, der ja nur so Karohemden und Brille trägt, sah die halt immer aus, Eigenaussage wie ein Zirkuspferd. Und deshalb hat sie jetzt ihren Style in dieser Staffel so ein bisschen runtergefahren. Ich finde, steht ihr wirklich ganz gut. Da kommt wenigstens die breite Hüfte nicht so zur Geltung. So, dann hat sie um den Hals eine Augenkette gehabt. Hast du es gesehen, Herrin? Du hast heute gar nicht zugeguckt. Ne? Die Herrin, wir haben gestern bis 4 hier gefeiert im Backstage. Ja. Die Herrin ist heute wirklich nur halb anwesend. Wir versuchen es heute in 7 Minuten zu schaffen. Es war wirklich langweilig. So, dann das Camp hat dann darüber über die Gehälter gesprochen, die alle bekommen. Ja. Da haben sie drüber gemutmaßt, wer was bekommt und dass doch maximal 100.000 Euro irgendwie drinne sind. Wir wissen ja, dass Sarah Kulka bekommt ja wie viel? 135.000. Das ist nur wegen Heidi Klums Vater. Ja, und das ist ja gerade mal ein Siebtel von den Facebook-Fans von Angelina Heger. Das stimmt. Ja, weil die hat ja... ist ja gut im Rechnen. Verdammt, oder? Und die hat nämlich seit gestern, hast du heute recherchiert auf der Bühne, 22.000 gefällt mir es mehr. Du atmest so schwer, Daniel. Geht's dir gut? Ich höre dauernd so ein Keuchen hier aus deiner Ecke. Ist das Alter, ich ne? Ich habe Nierenprobleme. Du hast Nierenprobleme. Ja, was? Ein Problem? So, dann war Dschungelprüfung. Walter Freiwald war wieder hier der mit dem Buckel. Und ich frage mich immer, wie bekommt man so einen Buckel? Ich weiß es jetzt, der hat sich zu oft einen selbst geblasen. Dann bekommt man diesen Buckel, ja. Und dann war der in so einer Küche, in so einer Dschungelküche, musste er so durch Schränke sich durchführen. Es war wahnsinnig langweilig. Er wollte 11 Sterne holen. Aber er hat erstmal die 11 Schlüssel gesucht. Er musste irgendwie Schlüssel suchen für so einen Mülltonnen. Ja. Und da war dann so Gammelfleisch drin. Und da musste er dieses Fleisch aus diesen Tonnen raus in so eine Waage, in so eine Waagschale bringen. Der war so langsam, der hat in diesen 7 Minuten Dschungelprüfung 1 Stern geholt, weil der von der Tonne bis zur Waage, das dauert ja auch, weil der hat ja auch nur so 2 Hände, diese so Gollum-Hände, da kann man ja nicht viel mit tragen. Der hat es nicht geschafft, hat er auch nicht sein Kampfzöpfchen, vielleicht lag es auch an dem fehlenden Kampfzöpfchen, langweilig. So, dann gab es ja den tollen Kommentar von Sonja Zietlow, wie heißt er nochmal, Walter Freiwald hat mehr totes, altes Fleisch bewegt als Patricia Blanco in ihrer gesamten Karriere. Fand ich eine tolle Zusammenfassung der Dschungelprüfung. Ne?
Das stimmt. Was ist mit ich habe immer gedacht, irgendwann legt er sich selber nochmal in diese Waage. Ja, aber dann wäre wär 11 Sterne. Ne? Ja, also ja, mehr totes Fleisch gibt es halt nicht. Was ist mit Benjamin Boyce? Wo war heute wieder mal, also 20 Sekunden zu sehen, maximal. Wir kommen nachher nochmal auf den zu sprechen. Der wird Dschungelkönig, sage ich euch jetzt schon. Dann, so wie bei Per Kossmann. Ja, genau. Dann gab es irgendwie was ganz Langweiliges. Angelina Heger, die hat sich immer darüber beschwert, dass es immer nur Reis gibt und sie wollte kein Reis essen. Dann war Maren Gilzer, die hat dann gesagt, oh, dieses blöde, kleine, dumme Kind, die soll sich jetzt mal checken, Hashtag Alter, dass sie muss ja irgendwie ein bisschen Kraft tanken und da muss man auch mal ein bisschen Reis essen. Ferdinand, man sieht dich gar nicht, Ferdinand. Du musst näher an die Herren kommen. Der traut sich nicht. Der möchte gar nicht. Was ist denn los mit dir? Der Wodka war zu viel. Der Wodka war zu viel? Das kenne ich meinen Handschuh. Das Gefühl kenne ich nicht. Also ich habe noch nie zu viel Wodka gehabt. Da muss man dann so reinatmen. Oh Gott, du kleine Maus. Tut mir leid. Ist nicht so schlimm, Schatz. Ne? Darauf eine Milka. So, also, dann Maren Gilzer. Jetzt geht er wirklich. Oh Gott, du kleine Maus. Maren Gilzer, das ist der Backstage im Rauschgold. Ja, der schafft sie alle. Maren Gilzer fand die total scheiße. Hat gesagt, ey, die soll sich mal checken, Alter. Ja. Was ist denn da los? Es war eine langweilig aufgeblasene Kackgeschichte. Langweilig. Ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben. Langweilig. Das sehen die nicht, ist falsch rum. Sehen die nicht? Nee. Achso, nee, ist auch scheißegal. So, dann hat Rolf Scheider, dann kam die Emotional Story. Rolf Scheider hat davon erzählt, dass sein Vater oder seine Mutter. Ja, das haben wir nicht so beide, glaube ich. Haben wir beide, hatten mehrere Herzinfarkte. Die waren am Tropf an der Herz-Lungen-Maschine und die waren schon mehrmals tot. Ja, es war ganz schlimm. Wie bei meiner Mutter. Wie bei deiner Mutter, Sascha Gabor. Aber die ist halt wirklich. Wird ja nur noch von. So, dann haben die zwei hier, die Angelina Heger und die Tittenwitsch, die haben dann den Rolf Scheider so getrönt. Und die haben geheult. RTL hat draufgehalten, rangezoomt auf die Tränen. Die denken ja nur an die Quote. Es war langweilig. Und da hat er noch erzählt, irgendjemand hat in seiner Familie auch noch Selbstmord begangen. Ist ja immer die Oma oder er selber. 90. Ist ja immer. Ich denke, warum? Wirklich? War es wirklich? Ja, hat er erzählt mit 90. Ach, das stimmt wirklich. Die Oma hat mit 90 Selbstmord. Verstehe. Dann war ein Werbeblock. Ist bestimmt zu schnell gelaufen. Ist nicht euer Ernst. Oder? Ist bestimmt, schnell, der Lifter, der Treppenlift, der ist ausgefallen, ist in die Treppe runter, hat sich die Hüfte gebrochen. So, dann, immer wenn es im Dschungelcamp irgendwie, wenn da nichts mehr passiert, dann schmeißen sie eine Schatzsuche rein. Da haben sie. Wer war in der Schatzsuche? Die dicke Blanco. Der Sauerkraut-Dauerwelle und die Heulsuse. Heulsuse ist die braune oder nein, die blonde? Die blonde. So. Angelina. Die Schatzsuche, die hat irgendwie 2 Minuten gedauert, weil auch den Leuten im Schnitt es so langweilig war. Da waren sie in so einem Tümpel, der war aus so Brackwasser, ja. Das war das, was die Iffi ausschwitzt. Das war in diesem Tümpel drin. Da mussten sie irgendwelche Schatzkartenteile, die wird immer fetter, irgendwelche Schatzkartenteile finden. Langweilig, mussten sie die Schatzkarte zusammensuchen, haben sie dann geschafft. Und da haben sie die Kiste wieder zurück ins Dschungelcamp geholt. Da hat der Angelina hatte da noch wahnsinnig viele Blutegel am ganzen Körper. Ich meine, frag mich, hallo, ich meine, wer irgendwie beim Bachelor war, der kennt sie mit Blutegeln im Körper aus. Ja. So, aber musste alle runtergeschnackert werden. Und dann war die Frage in dieser Schatzkiste auf, irgendwie wie das Durchschnittseinkommen der Deutschen. Das haben natürlich die im Camp gar keine Ahnung, weil sind alle auf Hartz IV. Die kennen Einkommen gar nicht. Ja? Die haben noch nie Steuern in ihrem Leben nicht bezahlt. So wie du. Nicht so wie ich, meine immer. Ich zahle meine Steuern dann wirklich regelmäßig. 8.000 Euro. Hat jemand Feuer eigentlich? Nee. Okay, dann brauche ich auch nicht. So, da war irgendwas in dieser Schatzkiste war drin, ich weiß nicht mehr was. Was war denn da eigentlich drin? Ich habe gar nicht mehr zugehört. Ach, Schnaps war drin. Schnaps war drin. Ja. Und da hat ja Sarah Kulka gleich gesagt, hey, Schnaps, weil die hat gleich gedacht, hey, Großraumdisco, dann geht's aber weiter. So, dann war irgendwas, ich habe mir aufgeschrieben, Angelina und Benjamin Boyce. Ich weiß aber nicht mehr, was da war. Irgendwas war da. Ich
keine Ahnung. Und dann war es... Ja, weil der nicht so nett ist. Weil der so ach, genau. Eine, ja, weil er ist selber so eine Diva und so eine Pussy und gibt ihr nicht die Schuhe. Ja, genau. Und da hat sie gesagt, ey Mann, der ist überhaupt kein Gentleman. Das ist nicht einer, der mir die Tür aufhält. Das war die andere. Nein, ach, stimmt. Nein, diesmal... Ach genau, das ist ja die Häuser. Ich verwechsel die alle. So genau. Der hat mir die Schuhe gegeben. Das ist gar kein Gentleman. Ich bin das ganz anders gewinnt. Meine Mutter zu Hause. Und so bla bla bla. Und dann war schon wieder Werbung. Und da haben wir gedacht, es geht noch eine Stunde weiter. Haben schon geheult. Und dann war aber schon die Bekanntgabe, wer in der nächsten Dschungelprüfung ist. Und zwar Walter und Angelina. Who cares? Und dann war Schluss. Und mehr gibt es nicht zu sagen. Folgt uns auf Twitter, Instagram, Tumblr, Google+, Facebook und YouTube. Und liked mich. Und liked die Herren Deluxe bei Twitter, bei everywhere. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen fisten, Daniel. Unbedingt. Zeig mal nochmal, ja? Oh. Und ja, bis morgen, ihr Süßen. Ich freue mich gar nicht.